Hallo, hallo, hallo. Der Markus hier mit Let's Play Your Level. Heute ein Hack von Shigeru Miyamoto. Er hat mir gesagt, ich darf keine Save-States benutzen. Das werde ich auch nicht. Okay, genug der Parodie. Wir zocken Super Mario World. Das einzig wahre Original. Ein Beweis dafür, dass ich zocke, worauf ich Lust habe und nicht, was mir Abos oder Zuschauer bringen. Und nach Super Mario Bros. 3 habe ich sehr viel Lust auf Super Mario World. So ist es ganz einfach. Ein Spiel, was meine Kindheit durchaus intensiv beglitten hat. Beglitten? Begleitet? Na egal. Oh, hallo. Super Mario 92. Gut. Restarter. Oder mal Mario C kommen. Ist doch egal. Die Story. Welcome, this is Dinosaur Land. In this strange land, we find that Princess Toad's soul is missing again. Looks like Bowser added it again. Oh my god, oh my fucking goodness. Die Story lautet: Bowser hat Peach entführt, Mario rette sie. Da waren die Entwickler sehr kreativ. Yoshi's House. Das Ganze übrigens auf Englisch leider nach wie vor. Welcome. Sorry, I'm not home, but I have to go to rescue my friends and... Ihr mögt alle mein Englisch nicht, deswegen höre ich auf damit. Ich war in Englisch in der Schule auch nur Durchschnitt, ja. Yoshi's Island 1. In der GBA-Version übrigens gibt's die ganzen Textboxen und so auf Deutsch. Ohne Scheiß. Banzai Bill. Okay. Ich muss mich ein bisschen reinfinden wieder in die Steuerung. Ich aber erheblich besser beherrsche. Wow. Ich habe den mal woanders gespielt, Mario World, auf der Virtual Console, und die betreffende Person hatte keinen Classic-Controller und man kann sie ja nicht mit der Wii-Fernbedienung allein spielen, ganz einfach wegen diesem Move, zack, zack. Super Nintendo hat 4 Tasten, ist halt einfach so. Und dann mussten wir mit dem GameCube-Controller spielen. Ohne Scheiß, versucht mal, Mario World auf der Virtual Console, sprich auf der Wii, mit GameCube-Controller zu spielen. Es geht überhaupt nicht, weil die Tasten total schwul angeordnet sind. Ich glaube, mit X springt man normal und nur mit A oder keine Ahnung macht man dann den Drehsprung und da kann man gar nicht richtig fliegen und so Sachen. Man muss da echt 2 Hände benutzen für eine Seite. Also ganz komische Sache. Probiert's einfach mal, bevor ihr hinschreibt. Ey, Mann, du Loser. Ich beherrsche Mario World eigentlich ganz gut. Ich bin zwar kein Emero, ich bin kein Hackspieler, aber ich habe mich damit sehr lange intensiv beschäftigt. Ich bin noch besser als in Mario Bros. 3, was auch keine Kunst ist, großartig, denn ich bin oft abgekackt. Hier wird es definitiv keinen Game Over geben, die sind mit dem Leben viel... Oh fuck, das war schlecht. Das war super schlecht. Ich wollte doch nur einen auf cool machen, das ist total in die Hose gegangen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich eben sagen wollte. Na egal. Achso, natürlich, wir werden auf keinen Fall Game Over gehen, weil die Leben so großzügig verteilt werden. Und ja, natürlich werde ich alle Geheimgänge zeigen. Und was es noch so alles gibt. Yellow Switch Palace. Das sieht so aus. Ihr kennt das Ganze. Ach ja, das waren Zeiten, als ich als Kind das hier gespielt habe. Das hier entdeckt habe und so begeistert war. Von dieser Münzflut. Aber eigentlich sind Münzen so für den Arsch. Gerade in diesem Spiel. Deswegen gehen wir am besten. Vielleicht gibt es noch Leute unter euch, die das Spiel nicht kennen. Wo habt ihr gelebt die letzten Jahre, Zehnte? Aber ich erkläre es trotzdem, ich hab's halt so an sich, an mir. Es gibt 3 Schalterpaläste, den gelben, den grünen und den blauen. Gab's noch einen roten? Ja, tatsächlich, ne? Es gibt 4? Boah, mein Erinnerungsvermögen macht mich gerade fertig. Ja gut, auf jeden Fall werden sie natürlich alle finden. Das aktiviert Blöcke, die wir sonst nicht hätten. Die gelben geben einen Pilz, die grüne Feder und der Rest, glaube ich, nix. So, jetzt holen wir erstmal Yoshi. Ne, hier ist er noch nicht. Ein zweiter, da kommt er. Da sind nur 2 Blöcke. Und im rechten ist Yoshi. Der war ganz schnell. Hooray! Thank you for rescuing me! Du bist aber nicht so weit gekommen, deine Freunde zu retten, was? I love it. Mop, mop. Mop, mop. Om nom nom nom. Genauso mach ich das. Om nom 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 nom. Bei einem weiteren Yoshi-Ei gibt es dafür ein extra Leben. Ja, die Yoshi-Münzen sind eigentlich ganz gut versteckt. Hm. Wäre es Pflicht gewesen, die Yoshi-Münzen zu sammeln, dann wäre das sicher schon viel interessanter gewesen. So wie es heute in Mario New Super Mario Bros. Wii ist. Alter, ich komme mich an nicht dran, oder was?
Was bin ich denn für ein Loser? Bam, 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 bam. Ihr seht dadurch, vor durch den gelben Switch Palace sind so einige Areale geschützt. Oh Mann, ich wollte den voll cool so glitchmäßig verschlingen, so wie das hier. Warte. Na egal. Es gibt so einiges zu holen, es gibt einiges zu entdecken, aber ich bin halt so Freak. Wir können das hier mit Yoshi machen, aber eigentlich sollen wir das ja... Upsa, jetzt habe ich es verschwendet. Mit denen machen. Ist mir jetzt egal, was es da alles Schönes gibt. Ein extra Leben nehmen wir mal mit für die Quote. Upsa. Und eigentlich sollen wir das hier so machen, aber... Welcher Noob macht das schon? Ich! Zur Demonstration. 40! Gab es nicht auch 50? Ich glaube, es gab auch 50. Ich hätte noch einen Millimeter hochgekonnt. Damn. Bam. Rip. Okay, Leute, danach. Yoshi's Island 3. Welche Überraschung. Ja, das sind ganz schöne Level, also. Ich habe das so intus. Ich freue mich ehrlich gesagt mehr auf die späteren Level, die ein bisschen fordern. Damit ich mein Können unter Beweis stellen kann. Aber die Welt 1, die haut mich gerade nicht wirklich vom Hocker. Die fordert mich auch nicht so wirklich. Ich bin gespannt, ob wir Welt 1 wieder in einem Part durchkriegen, so wie in Mario Bros. 3. Mal sehen, ich gehe das Ganze ganz schön chillig an. Oh je. Yeah. Übrigens, wenn Yoshi einen Panzer frisst, hat er eine spezielle Fähigkeit, bei Grün keine. Aha. Ach man, das war schlau. Und bei Rot spuckt er Feuer, mit Gelb stampft er auf, das ist totaler Kack. Aber vor allen Dingen Blau, das ist wichtig. Mit diesem Panzer kann Yoshi fliegen. Ja. Ja, ich freue mich sehr, das Spiel zu spielen. Ich habe so Bock drauf. Ich glaube, da kam nur ein Leben raus, wenn man die Yoshi-Münzen gesammelt hat oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Immerhin 26. Mit einem Sprung aus dem Stand geht, glaube ich, nicht viel mehr rauszuholen. Wir hätten noch Yoshi opfern können, aber wer will das schon? Den kleinen, sympathischen Dino. Den sollte man übrigens auch ursprünglich schon in Mario Bros. 3 eingebaut haben. Aber das NES, das hat es nicht so möglich gemacht. Also hat Miyamoto noch ein paar Monate gewartet, bis das hier rauskam. Also, er muss nicht warten, er muss es machen. Hier haben wir gleich den Kaktus Pokey. Wer kennt ihn nicht? In Mario 64 habe ich noch um seinen Namen gerungen. Jetzt ist absolut Pflicht zu kennen, zu wissen, wer er ist. Wenn wir mit Yoshi hier rumjumpen, ist er übrigens höher und länger, als wenn wir mit Mario allein da wären. Oh, hier muss man Panzer-Skill beweisen. Oh, scheiße, ich habe ihn kaputt gemacht. Na gut. Yay. Na gut. Es gibt sogar, glaube ich, eine Stelle im Spiel, wo man... Ach, egal. Yoshi tatsächlich opfern musste. In diesem Brückenlevel unter dem Ziel. Da musste man von Yoshi abspringen. Puh, und da haben wir als Kiddies uns ein bisschen schwer getan. Aber inzwischen, das habe ich im Blut. Ach, jetzt kommt wieder das Schloss. Schon? Iggy's Castle. Da kann ich die Namen der Kinder mal ein bisschen auswendig lernen, weil ich kenne ihn nicht so gut. Yoshi wartet natürlich draußen, er traut sich nicht hier rein. Na gut, ich kann euch ein bisschen was zeigen, weil ist doch, wir sind doch gerade dabei, hier alles so schön zu machen. Nur die Koopas auf meiner Seite kann ich bashen oder auf der anderen Seite halt durch einen Faustschlag. Das wurde auch in New Super Mario Bros. Wii. Ich sag einfach Mario World 3. Ne? Mario World 2 wäre auch falsch gesagt, ne? Das ist Yoshi's Island. Tschüss. Ha, ha. Bam, die, dam, die. Juhu. Wenn man sich hier auskennt, kein Problem. Bam, bam. Wie manche vielleicht wissen, die Insider wissen es natürlich. Ich bin mit dem Sega Mega Drive aufgewachsen, mit Sonic the Hedgehog und so. Und kam dann zu einem etwas weiter verwandt entfernten Onkel. Der hatte Super Nintendo. Wir warten, bis du auf der anderen Seite bist. So. So. Und da habe ich Mario World gezockt und mir gedacht, will ich haben. Und ich habe nur... Hier bin ich, glaube ich, gescheitert an dem Boss.
Weiter bin ich nicht gekommen. Auch die zweite Welt habe ich damals nicht gesehen. Aber für mich war klar, ich will das Spiel haben. Ich wusste nicht, wie es heißt. Ich habe einfach gesagt, Mario und Yoshi. Was habe ich bekommen? Das Mario-Spiel. Mario und Yoshi. Für den Gameboy. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Dumm gelaufen. So war das damals. Aber dann später habe ich ein Super Nintendo bekommen. Und konnte Mario World zocken, aber nur eine Stunde oder so. Was mich geärgert hat. Ich konnte 24 Stunden lang Mega Drive zocken, aber das Super Nintendo stand im Wohnzimmer. Das durfte ich nur zocken, wenn ich durfte. So, scheiß auf Yoshi. Scheiß auf Yoshi. Ich will dich. Kommst du her? Die Feder. 10-mal besser als der Waschbär. Ah, Milchzähne. Yay. Wer den Part gesehen hat in Mario Bros. 3, der weiß Bescheid. Was es mit den Milchzähnen auf sich hat. Ich könnte natürlich ein bisschen mehr vom Level zeigen. Aber ich habe gerade so Spaß daran, hier alles. Nehmen wir es. Exit. Oh, fuck. Hat er mich dran gehindert? Wow. Das machst du kein zweites Mal. Komm her. Ganz genau. Zum Secret hinfliegen. Oh, ich hab's nicht geschafft. Doch, habe ich geschafft. Eigentlich muss man erst den grünen Schalterpalast betätigt haben, wie ihr hier seht. Die grünen Dinger. Aber mit ein bisschen Skill kann man da ganz locker hochfliegen. Yay. Abgesehen von Welt 1 gibt es in jeder Welt 20 Millionen Ausgänge. 20 Millionen Lösungen, die man gehen kann. Upsa. Und es ist halt so, ein bisschen tiefer. Wir werden alle finden. Wow. Bam, 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 bam. Und 40. Damit kriegen wir das berühmt-berüchtigte Bonusspiel. Das ich nicht sonderlich mag. Es ist Zeitverschwendung. Es geht ja nur um extra Leben. Stern. Verdammt, bin ich schlecht. Ich hab's nicht gut hinbekommen, ey. Schade. Wie viel gibt das? 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt reicht's. 6. Bam! Sehr schön, dass wir so viel schon erreicht haben im ersten Part. Das ist so viel, dass ich hier schon sagen würde, bis zum nächsten Part, Leute. Freut euch drauf. Bis dann und ciao.